Und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft Folge Nummer 6 mit mir, den Sachsen Let's Player. Wir spielen mal wieder Mist of Pandaria's Beta und halt die 6. Folge. Und ich denke mal, biegen wir jetzt einfach hier Querfeld ein. Ich glaube mal eher nicht, obwohl doch. Querfeld ein ist immer eine direkte Lösung. Ja, oder vielleicht doch nicht. Wenn ich diese Viecher hier sehe. Hier, in unserer letzten Folge haben wir ja den Wassergeist Chu als neuen Freund gelehrt bekommen. Und nun werden wir uns zum Bauernhof begeben, um dort den anderen Schüler von Meister Dingsterbums da zu besiegen. Deswegen müssen wir uns hier mal so gerade Querfeld einbewegen. Ja, lol. Das sah gerade sehr putzig aus. Und auf jeden Fall, wir müssen hier hoch auf den Weg. Oder eher gesagt darunter. Ich bin jetzt einfach mal hier so schön querfeld eingebogen. Die Ränge. Ja gut, hätte man jetzt so von hier hinten machen können. Gut, egal. Egal, Querfeld ein ist auch immer mal etwas Schönes. Ja, was mir jetzt bei Mr. Pandaria jetzt gerade in diesem Gebiet aufgefallen ist, hier geht es wirklich nicht um Lack, weißt du? Nee, Scherz. Hier geht es wirklich nicht um dieses ewige Kriege zwischen Allianz und Horde. Hier geht es einfach darum, diese eigene Heimat zu schützen, und das ist doch mal wirklich etwas Neues. Wenn es jetzt nicht gleich aufhört zu lacken, werde ich böse. Werde ich wirklich ziemlich böse. Kann doch nicht wahr sein. So. So, so, so. Hier haben wir unseren... Wir verstehen uns. Meister der Jungen. Unsere Lebensgrundlage. Das ist doch lächerlich. Was denn? Mein Gott. Sachse, ich hatte mich gefragt, wann wir uns wohl wiedersehen würden. Nun, gute Nachrichten. Das Jung, der Geist der Erde, ist ziemlich einfach zu finden war. Die schlechte ist, dass er wirklich einen tiefen Schlaf hat. Er wird wohl einen ziemlich tiefen Nacken haben. Trollsche. Ich suche weiter nach Möglichkeiten, den hartnäckigen Tiefschläfer hier. Tief kann man schlafen. Geht doch. Den Tiefschläfer hier aufzuwachen, aber dieser Insel lauert einfach nur in jeder Ecke ein neues Ärgernis. Komplette Vegetation mit Qi Ling verseucht. Hastigen Dieben und Plünderern, diese Sträuche. Sie vermehren sich schneller, als wir sie töten können. Aber ich habe genau die richtige Lösung für ein Problem wie dieses. Tötet sie schneller. Da wir jetzt ihr hier seid, soll es kein Problem mehr sein. Tötet 10 Xingling. Xingling, Xingling, Xingling. Werden wir sofort töten? Wir waren noch irgendwo gerade mein Questgeber. Ah, ja. Hallo. Hallo, beschafft 3 ausgegrabene Rüben, 3 gestohlene Karotten. Die nächste Runde geht auf mich. Ja, werden wir natürlich. Werden wir natürlich tun. Ja, schöner Bauernhof. Wenn man das mal so sagen darf. Aha, hier ist eine Rübe, alles klar. Da ist ein Tunnelsystem. Ich bin außer Reichweite. Ah, eine Maus, ekelhaft, 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 ekelhaft. Weg, 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 weg. Noch nicht tot. Ich habe kein Ziel. Eine Maus. Ist das eklig? Was haben denn hier Mäuse zu suchen? Haben wir selber, laufen hier, Gott, laufen hier, lol. Liegen hier noch irgendwo Karotten rum? Das ist zu weit entfernt. Oh, schon wieder so viel. Zack, zack, zack. Und noch eins. Kommt noch voll eins auf die Rübe hier. Ach. Du
Also viel frei rumliegen drüben gibt es ja hier nur beim besten Team nicht. Ich habe zu wenig Energie. Ja, diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Zeig deiner mit deiner Tigerklaue, was du kannst, ey. Du musst zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher heran. So, zack, 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 zack. Ich noch ein Leben. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, ich soll drei gestohlene Karotten finden, okay. Was erwartet mich denn hier unten? Ah. Alles klar. Alles klar. Mach nicht bereit. Nicht komm, genug na. Energie. Was, Ali? Ich kann das noch nicht tun. Ich habe zu wenig Energie. Ja, schon am Main Tod ist er. Hier oben lässt sich leider nichts Besonderes weiter finden. Eine Riesenkarotte. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Komm schon. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Na gut, ich muss die Viecher ja eh töten. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Und Xing und Shang und Ying Yang und... Ah, ekelhaft. Oh, da hat mich angerülpst. Ihr habt ja das gesehen? Ekliges Sau, ey. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. So, weiter. Ich kann das noch nicht tun. Zack und zack. Oh, eklig. Das ist einfach nur eklig. Das ist zu weit entfernt. Gib mir dein Gemüse. Nicht genug Energie. Nein, ich geb dir aber eine Faust in die noch Fresse. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ekelhaft. Wartet mal kurz. Mal kurz hier am System und das Sound und da. Kurz den Hall aktivieren. Aber den Hall können wir deaktivieren. Kurz das deaktivieren. Das geht mir ja auf den Sack. So, jetzt brauche ich nur noch eine ausgegrabene Rübe und drei... Komm schon. Komm schon, komm her. Komm her. Ist dich gefährlich, du, ganz ehrlich. Toll, hier hinten oder was? Sind die Büffel friedlich? Wenigstens eh was. Zack, 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 zack und bam, Junge, und zack und jetzt stirbt er endlich. So, Töpfchen, geht's weiter. Ein etwas riesiger Bauernhof, wenn man das mal so sagen darf. Hier wieder eine Karotte außen liegt und der Rest oder nicht, wa? Ach, hier liegt noch eine. Und da liegt noch eine. Oh, und die nächsten liegen da oben. Bist du weg hier? Halt Abstand, halt Abstand.
Ah, überall diese Viecher. Nein, 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 haut ab. Haut verdammt nochmal ab. Nein! Oh, fünfte Scheiße. Ja! Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Gut. Weg sind sie. Scheiß Gelunde. Werden die immer größer oder täuscht das? Komm her, du. Den Wind auf dem Mütze hier kriegen. Na gut, auf jeden Fall sind die Dinger schon mal schneller hier offenbar als anderswo. Und ja, den killen wir jetzt noch. Zack. Zack, zack, zack. Ah. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Let's Play World of Warcraft, Mist of Pandaria, Folge 6, die Ratten rülpsen. Oder die Ratten kommen. Ist mir eigentlich relativ ekel. Ekelhaft so etwas. Ja, danke Leute, mir helfen tut. Pfui. So, gehen wir das auch schon schnell zu denen hier. Diesen Weckruf wird er nicht ignorieren können. Willkommen. Ich habe alles für dich. Einige hiervon sind ja angebissen. Ach was soll's. Wir finden schon einen Verwendungszweck. Vielen Dank für eure Hilfe. Warum? Möge die Jadeschlange euch leiten. Und ich höre schon von hier wieder diesen... Scherden... Meister? Willkommen! Sträuche! So, das wird gemacht, sagst du. Hier taucht ein Problem von selbst. Es ist nur einer der vielen Gründe, warum ich euch mag. Quest beenden. Stufe 7. Neuer Tritt. Backout-Tritt, muss ich mal kurz lesen, verrät Zephy. Ein Ski verstärkt den Tritt zu 46% was den Schaubwitter. Beschafft den Dialung-Pausenhammer, der, ja. Werde ich sofort machen. Wollte mal kurz Interface, Aktionslisten. Sichere Aktivierung, nein. Fähigkeiten, die nicht deaktiviert sind. Also Listen fixieren. Listen im Anzeigen, wie ist damit mal? Ja, können wir eigentlich noch aktivieren, wäre jetzt nicht das Problem. Für den Fall der Fälle, wenn wir mal später irgendwann Getränke kriegen würden etc. So. Aktuell könnte man ja eigentlich alles hier so auslegen. So, wir sollen jetzt den Hammer Dalu Dings da Bums da besorgen. Hi. Und ja, da werden wir das jetzt auch gleich mal tun. Das soll ja irgendwo dann hier hinten sein. Um genauer zu sein, hier links abbiegen. Ich bin erstaunlich, wie groß die Karte allgemein ist. Also wir haben jetzt hier und da ist das noch alles unerforscht. Irgendwo im Nirgendwo hat auch hier Pandaria. Pandaria, Tal der ewigen Blüten, Tal der vier Winde, der Jagdwald, das ist schon alles. Ziemlich geil, was uns da auf Stufe 85 noch so begegnen wird. Und... Ah ne, oder? Naja gut. Let's go. Komm her, du. Komm.
App. Aua. Ich sollte eventuell ein bisschen Abstand halten, wenn ich eine Schleife recken will. Scheiße, haben wir nichts zum Essen dabei. Ja doch, verreckt. 1A. 1A. Na Gott sei Dank bewegen sich die Viecher im Tod schneller. Also er war schon fast tot, ihr habt's gesehen. Das Problem, ich muss gerade mal hier checken, aber habe ich was zum Essen dabei? Gut, zwei Beweglichkeit ist dann doch eher so fürs Ausweichen gedacht. Aber vielleicht könnten wir es doch gebrauchen. So, zack. Ach, scheiße. Ich denke mal, wenn der so unter der Erde ist, ausweichen. Ja, könntet mal ruhig mithelfen hier. Was seid denn ihr schon da, größtenteils hier? Komm her, du. Zack, zack, komm und hoffe, wo ich verrecke. Aber da knapp, Alter. Danke. Meine Fresse. Ach ja, und nun geht es wieder zurück zu den kleinen Schülermeister. Mal gucken, ob er dieses komische Erfi dann endlich mal aufwachen kann. Aufwecken kann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich muss mal kurz hier stehen bleiben. Mal kurz etwas Nahrung zu mir nehmen. Wollte ich als Gamer um. Zögert nicht. Und ihr seid gewarnt. Auf jeden Fall. Haarsachse, das nenne ich einen Schlag. Dann wollen wir mal, hauen wir mal auf die Pauke oder eher auf den Gong. Hauen. Ha ha ha. Seid ihr bereit, Sachse? Ich glaube, dass uns etwas besorgt hätte, dass wir unsere Ohren stopfen könnten. Aber dafür ist jetzt ein bisschen zu spät. Denk immer ran, dass man das piepende Geräusch, das ihr für die nächsten paar Stunden hören werdet, das Fieben des Segens ist. Die Ehre gehört euch, Sachse. Schlagt den Gong, sobald ihr bereit seid. Das ist definitiv das Fieben, das ich befürchtet habe. Aber ich hatte mir mehr Reaktionen von Wugu erhofft. Dieser Kerl schläft wirklich tief. So viel ist sicher. Das ist schon in Ordnung, Sachse. Ich habe noch eine andere Idee, die wir kaum etwas vorbereiten müssen. Genau, ich, Das heißt, ich werde mich mal erstmal wieder zu diesem Klon hier begeben. Besorgt mir ein paar Holzbretter von der Baustelle in der Nähe der Bauerei Kihang. Ich erkenne die Größen meiner Stärke noch nicht. Ihr werdet, daher werde ich sie euch demonstrieren.
Bis zum nächsten Mal. Das ist ein komischer Typ, davon mal abgesehen, aber was willst du machen? Na wo ist der Jönsch, wo schon dieser riesen Hoppelhase rumläuft oder was? So, Holz. Holz. Holz, Holz. Holz. Holz, 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 Holz. Lack, Lack, Lack und Holz, Holz, Holz. Wir suchen Lack und Holz. Diese Drecksmaus soll mich ja in Ruhe lassen. Oh, ich raste aus. Achso, ich hab das Holz schon gar nicht mal gebraucht. Na lol. Nun gut, wir geben wir uns weiter. Ich weiß noch nicht, weil rollt eine kurze Entfernung. Wieder aufladen in ein paar Sekunden. Lampenzimmer. Hallo. Ich wollte sie eigentlich gar nicht ansprechen, junge Frau. Ich wollte bloß wissen, was sie da machen. Nachdem wir dann hier die Quest abgeben, beenden wir die Folge dann auch schon. Na komm. Bitteschön. Gut, mein Kopf ist härter als das härteste Holz. Trete zurück und lasst mich eure Zweifel zerstreuen. Auf Wiedersehen. Unser Handwerk ist verantwortlich für die besten Holzbretter. Diese Bretter widerstehen selbst den mächtigen Unwettern. Nichts für die Pandaren geschaffen. Also nichts, was die Pandaren geschaffen haben, kann mich aufhalten. Nun gut, nachdem der Typ seine Angebershow wieder abgezogen hat, sage ich mal Tschüssi und auf Wiedersehen. Wir sehen uns in Folge Nummer 7 wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Na? 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 Die nächste Runde geht auf mich.